Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen ein paar Grundlagen zum Outlook-Kalender. Mein Name ist Pirmin Lehner. Gehen Sie zu Outlook. Öffnen Sie in Outlook den Kalender. Und hier sehen Sie sofort eine bestimmte Ansicht. Wenn Sie hier bei der Monatsübersicht mehr sehen möchten, dann ziehen Sie hier an dieser Linie nach unten oder verschieben Sie sie wieder nach oben, je nach Platz. Ich ziehe es mal nach unten. Und hier tragen wir einen ersten Termin ein. Der soll stattfinden am 7. um 9 Uhr. Entweder klicken Sie jetzt hier gerade doppelt darauf und haben hier sämtliche Möglichkeiten, diesen Termin zu planen, auch wie lange das er dauert, oder Sie streifen jetzt schon über diese Halbstundenbereiche, machen einen Rechtsklick, neuer Termin, dann ist diese Zeit hier bereits übernommen und ich sage hier, das sei eine Besprechung. Wie soll dieser Termin für andere dargestellt werden? Sind Sie dann beschäftigt, abwesend, an einem anderen Ort tätig? Je nachdem, klicken Sie hier drauf und kategorisieren Sie Ihren Termin. Das ist also eine Besprechung. Ich nehme diese Farbe. Sie können diese Kategorien auch selber bestimmen und färben. Speichern und da ist der Termin. Wenn Sie immer am Donnerstag um diese Zeit eine Besprechung haben, dann machen Sie eine Serie. Ich mache wieder einen Doppelklick auf diesen Termin. Sage hier oben Serientyp. Und kann nun bestimmen, wann werden diese Besprechungen stattfinden. Sind sie jeden Tag oder eben dann immer am Donnerstag? Der Haken war ja bereits hier vorhanden, also wöchentlich jeden Donnerstag. Wie oft finden diese Besprechungen statt? 10 Mal und dann ist die Serie beendet. Okay. Und speichern und schließen. Und wenn ich jetzt da die Woche nach vorne gehe, dann ist diese Besprechung hier schon eingetragen. Ich lösche diesen Termin wieder. Ich gehe auf diesen Termin, klicke hier oben auf Löschen. Natürlich werde ich gefragt, ob dieser Termin gelöscht werden soll oder die ganze Serie. Ich sage gerade die ganze Serie und weg ist er. Man könnte solche Termine auch anders planen. Ich wechsle hier oben von der Wochenansicht zur Tagesansicht, klicke auf den heutigen Tag, der ist heute dunkelblau, und ich bestimme nun jene Tage, an denen ich die Besprechung wiederholen möchte. Und zwar soll die Besprechung sicher einmal heute sein, dann am 12., am 21. und am 27. Ich sehe nun all diese Tage nebeneinander, ich trage diesen Termin wie vorhin hier ein, ich streife darüber, Rechtsklick, neuer Termin, sage, das sei eine Besprechung, kategorisiere das, Besprechung, speichern und schließen. Hier habe ich die Besprechung und all die markierten Tage daneben. Ich packe nun diesen Termin, drücke wiederum die Ctrl-Taste, kopiere diesen Termin hierhin. Packe diesen Termin wieder mit gedrückter Ctrl-Taste, zum Beispiel hier noch, und ein letztes Mal an diesem Tag und habe sehr schnell den ähnlichen Termin an verschiedenen Tagen so eingetragen und habe auf eine ganz praktische Art eine Serie erstellt. Ich gehe dann wieder zur nächsten Woche und möchte hier bei der Wochenübersicht noch etwas ändern. Sie sehen hier der Tag. Der Arbeitstag beginnt um 8 Uhr und endet hier bereits um 17 Uhr. Das möchte ich korrigieren, das ist eine Grundeinstellung. Entweder gehen Sie unter Datei zu Optionen oder Sie können auch hier bei diesem kleinen Pfeil hier die Einstellungen vornehmen. Wann beginnt Ihr Arbeitstag und wann endet er? Ich schreibe hier nun 18 Uhr und das überträgt sich dann auf die ganze Woche und meine Arbeitswoche beginnt am Montag und die dauert nur bis am Freitag. Okay. Und da habe ich die Arbeitswoche und Samstag, Sonntag ist grau und hier der Feierabend auch. Wenn Sie bei einem Termin erinnert werden möchten, dann gehen Sie zu diesem Termin,
Fügen Sie hier die Erinnerung hinzu. Hier steht standardmäßig 30 Minuten. Sie können die auch entfernen oder Sie können den Standard ändern. Ich schließe mal nochmals diesen Termin. Ich gehe hier unter Datei, Optionen und wähle hier bei Kalender. Ich möchte gerne standardmäßig eine Stunde vorher erinnert werden, also eine Stunde, und ich hätte gerne ein Glockensymbol am Termin. Und hier sehe ich nun, dass all diese Termine eine Erinnerung bereits standardmäßig eingefügt haben. Und wenn ich diese Erinnerung nicht möchte, wie gesagt, gehe ich hier drauf und sage, hier will ich für diesen Termin nicht erinnert werden, speichern und schließen, und die Glocke ist weg. Zum Schluss, wenn Sie einen neuen Termin erstellen möchten, können Sie entweder hier oben neuen Termin erstellen, und Sie sehen auch sofort das Tastaturkürzel Ctrl-N. Also wann immer Sie hier im Kalender sind, Ctrl und N wie Norbert, und es entsteht sofort ein neuer Termin. Oder auch interessant, ich gehe hier zurück zu den Mails, nehme hier dieses Mail, packe dieses Mail und trage es zum Terminkalender, lasse das wieder los und ein neuer Termin ist entstanden mit einem Betreff, mit ein bisschen komischer Zeit, die kann ich ja noch korrigieren, und hier sämtliche Notizen bereits hinterlegt. Das war's.